Hauptschule Bad Hall wurde 1938 eröffnet. Im Jahr 2010 wurde sie zur neuen Mittelschule. Das 75-Jahr-Jubiläum wurde mit einem bunten Programm ausgiebig gefeiert. Mit einem großen Fest für Jung und Alt feierte die neue Mittelschule Bad Hall ihr 75-Jahr-Jubiläum. Den Auftakt machte eine eindrucksvolle Demonstration des Könnens der jungen Rotkreuzhelfer. Bei einem simulierten Unfall vor dem Schulgebäude versorgten sie die beiden Verunglückten in vorbildlicher Weise. Auch die Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizeiinspektion und dem Roten Kreuz sowie dem Notarzt klappte vorbildlich. In einer eindrucksvollen Leistungsschau konnten sich die Besucher anhand von Schülerarbeiten über die Leistungen der Burschen und Mädchen der neuen Mittelschule informieren. Schüler, Eltern und einzelne Lehrer legten bei einem interessanten Kunstprojekt eifrig selbst mit Hand an. Vernetzt lautet dessen Arbeitstitel. Die geknüpften Vernetzungen werden zukünftig die Schule schmücken. Direktor Oberschulrat Karl Schmeisser betonte beim Festakt die Wichtigkeit dieser neuen Schulform für den Bildungsweg seiner Schülerinnen und Schüler. Ich habe als Junglehrer 1974 begonnen. Damals hatte ich in der Klasse 43, 48 Kinder. Das wäre heute undenkbar. Die Schule war und ist immer auch ein Spiegelbild der Werte und Interessen einer Gesellschaft. Standen in der Nachkriegszeit Lehrstoffvermittlung, Verlässlichkeit und Disziplin im Vordergrund, konzentriert sich die neue Mittelschule heute auf Nachhaltigkeit in der Wissensvermittlung mit dem Schüler als Mittelpunkt. Wir haben andere Pädagogik, andere Vorstellungen. Die Kinder brauchen mehr Freiräume im Vergleich zu früher. Es ist die Computertechnik, die eingeflossen ist. Es sind die ganzen Medien anders. Es ist einfach die Gesellschaft, die sich verändert hat. Und die Schule verändert sich auch, um dieser Gesellschaft gerecht zu werden. Die neue Mittelschule Bad Hall war die erste dieser Schulform im Bezirk Steierland. Mit den in dieser neuen Unterrichtsform gemachten Erfahrungen ist sie für die Ausbildung der Zukunft bestens gerüstet. Die neue Mittelschule Bad Hall war in der Entwicklung immer vorne dabei und ich gehe davon aus und bin mir ganz sicher, dass es auch so bleiben wird. Jetzt nicht nur in Bezug auf die neuen Medien, die ja hier schwerpunktmäßig betrieben werden, der Kollege Schwendner ist ja da ein absoluter Fachmann, aber die neue Mittelschule ist in dieser neuen Art der Pädagogik sowieso auf einem neuen Weg, in der Vermittlung der sich ändernden Werte, in Vermittlung von sozialer Kompetenz und nicht nur in der klassischen Unterrichtsarbeit. Also da ist die Schule, die neue Mittelschule, speziell hier der Standort, mit ganz großer Sicherheit am richtigen Weg. Das Schulgebäude ist trotz des Bestehens seit 75 Jahren immer noch in gutem Zustand. Das ist auf die Sorgfalt des Schulerhalters der Stadtgemeinde Bad Hall zurückzuführen, die hier laufend für Adaptierungen und Sanierungen sorgt. Die neue Mittelschule und ehemalige Hauptschule feiert heute 75 Jahre und ich glaube, es ist ein großer Anlass und ein schöner Anlass, dieses Fest auch zu feiern, das durch die vielen Eltern und Schülerinnen und Schülern auch dokumentiert wurde. Unsere Hauptschule und unsere neue Mittelschule hat einen besonderen Geist. Hier wird nicht nur Fächer gelehrt, sondern hier wird ein Geist gelebt, der darüber hinausgeht, über das natürliche Maß. Und das freut mich ganz besonders. Daher werde ich auch vorschlagen, die neue Mittelschule Bad Hall ab dem kommenden Schuljahr mit Whiteboards, mit den neuen elektronischen Tafeln auszustatten, die ja von den Kindern in der Volksschule ab dem neuen Schuljahr auch gebraucht werden und hier auch den modernen Fortschritt in der neuen Mittelschule einziehen zu lassen. Für den Abschluss der Feierlichkeiten hatten einige Schulklassen kreative und künstlerische Darbietungen einstudiert. Musikalisch gaben der Schulchor und einige Solistinnen ein kräftiges Zeichen ihrer Talente. Geschicklichkeit bewiesen die Diabolo-Artisten.
Für die perfekt dargebrachten Tanzeinlagen gab es von den Gästen reichlichen Beifall. Eine gute Vorbereitung auf die kommenden Jahre der Schüler war der langsame Walzer. Den krönenden Abschluss bildete dann der Wiener Walzer. Hier machten auch die Elternteile als kundige Tanzpartner mit.